Hallo, meine lieben Freunde. Ja, heute ist der Tag. Der Tag, der Tag. Ihr seht, der Uwe läuft rum. Er ist nicht in seinem Apartment. Und was der Tag heute so gebracht hat bis jetzt, das erzähle ich euch. Aber ich sage sehr ehrlich, aus dem Grund nehme ich diese Maske ab. Das ist schon relativ warm. So, Punkt Nummer 1. Ich habe immer noch nicht alle Leute, die meinen YouTube-Kanal schauen, als Abonnenten. Hey Leute, das kostet nichts. Drückt einfach den Abo-Button und die kleine Glocke, dann habt ihr sofort alles, was der Uwe so neu erzählt, sofort kostenlos bei euch als Information. Hey, das würde mich sehr freuen. Also den kleinen Abo-Knopf drücken und die Glocke und ihr bekommt die News von Uwe. Was in den nächsten Tagen, Wochen sehr wichtig sein wird, das erzähle ich euch jetzt schon mal vorab. Ja, so. Ansonsten, was hat der Tag noch gebracht? Ihr seht das, ja? Ich wackele jetzt ein bisschen mit der Kamera, um näher ranzukommen. Ihr seht das. Guck mal, der Uwe war beim Friseur. Also, juhu, der Tag der Haarschneiderei war heute. Und Gott sei Dank ist die Wolle ab. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Nach der langen Zeit jetzt schön abgeschnitten, ist richtig frisch, hey. Aber es war notwendig, war absolut notwendig. Also das war heute mein größtes Ereignis, der Friseurbesuch, ja, sagenhaft. Ansonsten hier im Land ein bisschen Öffnung. Ihr merkt es, also wir können jetzt wieder so ein bisschen mehr raus. Wir können zum Friseur, das heißt die kleineren Geschäftchen haben auf, die großen haben noch zu. Die Transportmittel fahren wieder. Es ist so langsam am Aufmachen, ja. Bis das hier richtig aufgehen soll, sagt der Tourismusminister, sind noch einige Wochen dahin. Also sie kalkulieren hier im Land so den 1. Juli, also die ersten Juli-Tage, bis der Tourismus hier wieder im Grunde genommen öffnet, hier im Land. So, und was gibt es noch Neues? Ja, der Uwe hat heute Geld bekommen. Der Uwe hat wirklich von seinen 2 Jahren Arbeit, die er auf YouTube gemacht hat, über 2 Jahre, heute sein erstes Geld ausbezahlt bekommen, nämlich exakte 101 Dollar. Ja, 101 Dollar für rund 220 Videos. Wow, es ist nämlich so, weil jeder denkt, ja, ich mache jetzt YouTube-Videos oder ich mache Twitch-Streams und ich werde dann Multimillionär und tralala. Ich meine, wenn ihr euch den André Grieger mal anhört, wie schwer das alles ist, mit diesen Sachen Geld zu machen, der kann mich jetzt auch nochmal anhören. Also du kannst kalkulieren, wenn du dann monetarisiert bist, das heißt, du brauchst erstmal 1000 Abonnenten und musst erstmal gewisse Stunden vorweisen, dann kriegst du ungefähr pro Video $1, $1,20, je nachdem, wie viele Leute zuschauen. Also das ist also bei weitem nicht so, wie man denkt. Und bei YouTube musst du erstmal $100 haben, bevor sie es dir auszahlen. Und jeder kriegt dann auch seine Kommission dazu. Also das zieht sich wie Kaugummi. Und heute, an diesem Tag, habe ich meine ersten 101 Dollar abholen dürfen von YouTube. Das ist mir eine große, große Ehre. Ja? So. Also da habt ihr auch mal so eine Idee, was das heißt, im Grunde genommen, da YouTuber zu sein und damit Geld zu verdienen. Das ist also absolut ein hartes Stück Arbeit und hart verdientes Geld, sage ich euch sehr ehrlich. Ja? So. Was war noch? Der Tag, wie gesagt, ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben immer noch ansteigende Fälle. So, und die Regierung beobachtet das, was hier gerade passiert, mit Argusaugen, wie diese Öffnung stattfindet jetzt hier. Und wir hoffen, dass alles so seinen Gang geht. Bei uns wird in der nächsten Zeit richtig viel was passieren. Es ist einiges ja, gewesen die letzten Tage, wo wir gesessen haben, Alex und ich, und überlegt haben und geschaut haben, was wir in der Zukunft machen. Und wir sind zu einem großen Entschluss gekommen, aber den werde ich euch heute nicht hier breittreten. Da bedarf es also noch einigen Dingen, die organisiert werden müssen. Das wird also eines meiner nächsten Videos sein. Deswegen nochmal, also Abo-Button drücken und die Glocke, damit ihr da fleißig immer Informationen habt. Ich hoffe, ich kann die nächsten Tage mal rausgehen in den Busch, mal so ein bisschen wandern und in dieses kühle Nass da eventuell, oh, das lockt ja so, schaut mal dahin, in dieses kühle Nass springen.
Und dann wieder mal einen Tauchgang machen. Also da, das wird jetzt auch bald der Fall sein. So, ihr Lieben, so viel zu diesem Tag heute. Und ich hoffe, euer Tag war auch entsprechend gut. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Gute Nacht, wenn ihr das Video spät seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.